Sie haben ein nahezu unerschöpfliches Potenzial. Die Zukunft ganzer Nationen baut auf ihnen auf. Sie sind das Herz einer Gesellschaft. Und wenn sie verdorben sind, dann steuert ihr Volk dem Untergang zu. Die Jugend braucht eine leitende Hand, die ihnen dabei hilft, das Richtige zu tun und den zukünftigen Generationen ein gutes Vorbild zu sein. Man könnte vielleicht meinen, dass die Eltern diese leitende Hand sind. Doch das ist nicht ganz richtig. Auch die Gesellschaft, in der man lebt, prägt die Jugend. Viele schlechte Gewohnheiten beginnen in der Jugend. Die größten Probleme, die man im Erwachsenenleben hat, finden ihren Ursprung in der Jugend. Es ist keine leichte Aufgabe, Abstand vom Haram zu nehmen, wenn der Weg einem so leicht gemacht wird. Ja, wenn man geradezu dahin gedrängt wird. Es ist nicht leicht, wenn der Haram ständig schön geredet und Werbung dafür gemacht wird. Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Herzen der Menschen. Und er subhanahu wa ta'ala hat für den, der sich in seiner Jugend ihm hinwendet, etwas Großes vorbereitet. Im Koran gibt es einen Bericht über eine gesegnete Gruppe. Jugendliche, die bereit waren, die Schätze dieser Welt gegen Armut einzutauschen. Eines Tages gingen einige der Quraysh zu einigen Juden in Mekka. Sie fragten die jüdischen Gelehrten über den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und sie wollten wissen, wie mit ihm sallallahu alaihi wasallam zu verfahren ist. Ibn Abbas radiallahu anhu überliefert, was die jüdischen Gelehrten antworteten. Befragt ihn nach dreierlei Dingen, die wir euch auftragen. Falls er euch darüber Auskunft gibt, dann ist er ein Prophet, der entsandt wurde. Falls er es nicht tut, dann ist er ein Mann, der Lügen erfindet. Wenn letzteres der Fall ist, macht mit ihm, was ihr wollt. Fragt ihn also nach den jungen Männern, die in früherer Zeit weggingen, um was ihre Angelegenheit war, denn diese hatten eine wunderliche Geschichte. Was haben diese Jugendlichen so Besonderes gemacht, dass sie im Koran verewigt worden sind? Womit haben sie es verdient, von Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt zu werden? Diese Jugendlichen hatten ein leichtes und luxuriöses Leben. Ihnen wurden die Wege zu allem leicht gemacht. Einige der Koranerläuterer berichten, dass sie die Söhne von Königen und Führern der Byzantiner, dem Oströmischen Reich, gewesen sind. Jedes Jahr an einem bestimmten Tag verließen die Bewohner ihre Stadt, um ein Fest zu Ehren ihrer falschen Götter zu feiern. Die Jungen sahen mit an, wie ihre Leute die Götzen anbeteten und für sie opferten, wobei diese Götzen zu nichts imstande waren. Sie richteten ihr Leben nach ihnen und opferten sich für sie auf. Die Jugendlichen realisierten, dass solch eine Anbetung niemandem gebührt außer Allah subhanahu wa ta'ala, dem Einen, dem Erhabenen. Sie alle zogen sich vom Fest zurück und sammelten sich unbewusst an einem Ort. Sie lernten einander kennen und wurden Brüder im Glauben. Von nun an trafen sie sich heimlich, um ihren Glauben auszuleben. Doch irgendwann bemerkten die Menschen, was sie taten. Der König verlangte, sie zu sprechen. Und wir festigten ihre Herzen, als sie aufstanden und sagten: Unser Herr ist der Herr der Himmel und der Erde. Wir werden niemals außer ihm einen Gott anrufen, sonst würden wir etwas Abwegiges sagen. Diese unsere Volksgenossen haben sich an seiner Stelle Götter genommen. Würden sie doch für sie eine offenkundige Ermächtigung bringen? Wer ist denn ungerechter als der, der gegen Gott eine Lüge erdichtet? Diese Jugendlichen vertraten entgegen der Meinung der Mehrheit ihren Standpunkt. Sie hielten an ihrem Glauben fest, sodass sie um ihr Leben fürchten müssten. Und Allah subhanahu wa ta'ala erlaubte ihnen Zuflucht in einer Höhle zu suchen. Hier beginnt das Wunder, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala sie ehrte. Sie flohen, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. Der König war verzweifelt auf der Suche nach ihnen, doch konnte er sie nicht auffinden. Zur selben Zeit bescherte Allah subhanahu wa ta'ala sie mit seiner Gnade und nahm ihnen die Lasten, die sie zu tragen hatten. Allah subhanahu wa ta'ala ließ sie dort für viele Jahre schlafen. Und du meinst, sie seien wach, obwohl sie schlafen. Und wir drehen sie nach rechts und nach links um. Und ihr Hund streckt seine Vorderbeine im Vorraum aus. Würdest du sie erblicken, du würdest vor ihnen zur Flucht kehrt machen und du würdest vor ihnen mit Schrecken erfüllt sein. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie sich im Schlaf wenden lassen, damit die Menschen erkennen, dass sie lebendig sind. Und der Hund bewachte den Eingang für sie, während sie schliefen. Allah subhanahu wa ta'ala ließ sie furchterregend erscheinen, damit niemand sie stört. Sie erwachten nach 309 Jahren Schlaf. Sie fragten sich gegenseitig: Wie lange haben wir geschlafen? Wir haben einen Tag oder den Teil eines Tages geschlafen. Sodann sagte einer von ihnen: Euer Herr weiß besser Bescheid, wie lange ihr geschlafen habt. Der Hunger plagte sie. Deshalb schickten sie einen von ihnen zurück in die Stadt.
damit dieser ein wenig Essen für sie kaufen kann. Sie sagten zu ihm, und sei vorsichtig und lass dich von niemandem erkennen. Wenn sie dich bemerken, werden sie dich steinigen oder dich zwingen, zurück in ihren Glauben einzutreten. Und in diesem Fall wirst du niemals erfolgreich sein. Doch trotz der Vorsicht wurden die Leute der Höhle entdeckt. Die Menschen fanden ihren Aufenthaltsort. Die Gefährten der Höhle starben und über ihre Ruhestätte wurde ein Gebetsplatz errichtet. Diesen besonderen Jugendlichen standen die Türen zu allen Dingen offen. Sie lebten im Luxus und tauschten diesen Luxus für eine Höhle ein. Sie tauschten die Lüge für die Wahrheit und das Diesseits für das Paradies. Diese jungen Männer gehören zu jenen, denen ein gewaltiger Sieg geschenkt und eine Riesenehre erwiesen wurde. Der Alte und Gebrechliche, derjenige, welcher die Kraft zum Begehen von Sünden verloren hat und dessen Triebe schwach geworden sind, ist nicht gleich wie einer in der Blüte seiner Kraft und voller Energie. Die Jugend hat bei Allah eine besondere Stellung. So besonders, dass derjenige, der seine Jugend nutzt, Schutz am jüngsten Tag genießt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt sieben, denen Allah Schatten gewähren wird an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer seinem Schatten. Ein Jugendlicher, der in der Anbetung Allahs, des Erhabenen und Majestätischen, aufwuchs. Genauso wie die Jungen der Höhle geehrt wurden, wirst auch du geehrt werden. Genauso wie Allah den Jungen der Höhle geholfen hat, wird er auch dir helfen. Die Chance, die Schätze der Jugend zu erlangen, hat jeder von uns nur einmal.